Schon die einfachste Alltagserfahrung einer solchen Fata Morgana müsste einem zeigen, dass die Wirklichkeitswahrnehmung eine Rekonstruktion, eine Rekonstitution der Wahrnehmung gebrochen durch die optischen Gesetze zunächst oder am Ende zusammengesetzt durch optische Gesetze, entsprechend Perspektivlinien, nachdem sie 5 Filterstufen durchlaufen sind, um 90 Grad gedreht wurde, weil die virtual ankommende Welle, die noch nicht kollabiert ist und sich partikularisiert an dieser Weissageglaskugel des Auges und dann wieder gebrochen im konvexen Becher des Augenhintergrunds, weil diese Vertikalenergiekugel mit ihren Mustern eben vertikal ankommt und erst am Ende der Durchlaufprozesses der Filterungen dann zum sagittalen Zentralperspektivbild der Weltentheaterbühne zusammengesetzt wird, wobei an den Horizonten, an den Kulminationspunkten, an den virtuellen Schnittpunkten es dann zu regenbogenfarbigen Aufsplitterungen oder Fata Morganas kommen kann, irisierend, sich selber spiegelnd, sich selber sich sehen machend, an der Spiegelgrenze zwischen unteren Acheronta Hades und oberen Euchoronta, den Himmeln. Hier hat man sogar das Gefühl, dass das Teil nicht nur levitiert über dem Wasser schwebt, sondern auch noch in der Mitte gespiegelt ist, seiner selbst. Man glaubt sogar, das Motorengeräusch bis auf diese Entfernung zu hören. Aber das wird die Kamera nicht aufnehmen können. Oder vielleicht ist das einfach nur das Tuckern eines Fischerboots.